Ja, hallo lieben Christian Schammer, Paterapeut, Beziehungscoach und Psychologe. Diesmal Videoblog rund um die Themen Datingbeziehung und Liebe. Heute haben wir mal so eine Folgemail von jemand, der mir mal vor viereinhalb, fünf Jahren geschrieben hat. Und ja, sehr interessant. Interessante Mail, finde ich. Ich wollte mal darauf eingehen, ganz kurz, dass man sich für meine Ausbildung anmelden kann zum Ausbildung zum Liebeschip-Coach für Einzel oder Paar, ist wieder online auf der Website zum Frühbucherpreis, geht aber Ende des Jahres erst los. Und genau, also ein männlicher Zuschauer, und er hatte mir, wie gesagt, vor ein paar Jahren schon mal geschrieben, und es ging um das Thema Eifersucht, beziehungsweise wenn man so Eifersucht projiziert auf jemand anders. Und zwar hatte er geschrieben, dass er gerade eine Frau datet, ja, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit einfordert, sehr eifersüchtig ist, aber gleichzeitig nur männliche Freunde hat und von irgendwelchen Kollegen erzählt, die sich in sie verliebt hätten und was weiß ich. Und ja, also ja, wenn mich recht entsinne, habe ich das kritisch gesehen, wie so oft. Und jetzt ist er aber mit der zusammengeblieben, und wir gucken mal, was passiert ist. Ne? Hallo Christian, das ist eine Fortsetzung zu dem Video über Eifersucht. Ich hatte dir vor ein paar Jahren schon mal geschrieben, du hattest ein Video dazu aufgenommen. Hier ist die Fortsetzung der Geschichte. Es wird spannend. Ich bin mit der Frau, in der es in dem alten Video geht, seit ein paar Jahren in einer Beziehung. Wir hatten in dieser Zeit viele schöne Momente. Also immerhin ist es lange gut gegangen. Von daher, ja, das hast du ja schon mal. Das ist, ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es überhaupt so lange gut geht. Aber gut. Wir hatten in dieser Zeit viele schöne Momente. Seit einem Jahr tauchen aber die für mich schwierigen Verhaltensweisen wieder auf. Sie umschwirrt mich sehr und ist illoyal. Ja, ich habe, glaube ich, damals schon gesagt, für mich ist die wichtigste Eigenschaft in einer Frau ist Loyalität, ne? Weil du kannst eine schöne Frau haben, wenn sie nicht loyal ist, hast du da nichts von, ne? Oder du kannst eine sehr attraktive Frau haben, das ist nichts wert, wenn sie nicht loyal ist, ne? Ja. Ich habe mich in der Vergangenheit etwas von ihr zurückgezogen, mehr Zeit mit Freunden verbracht, Sport, alleine einen Spaziergang gemacht oder allein ins Restaurant. Einfach nur so für mich. Wenn ich das mache, ist sie eingeschnappt. Aber gut, muss sie durch, denke ich. Sie kann sich ja auch Hobbys etc. suchen. Ja, also was ich jetzt hier raushöre, ist, dass es dir einfach zu viel war vielleicht. Ne? Vielleicht hat sie auch zu viel Zeit von dir verlangt. Ja, aber gut, das kann natürlich sein, dass eine Partnerin genervt ist, wenn man allein, also wenn man sie nicht mitnimmt aufs Date, alleine in Restaurants geht. Also, dass sie damit unzufrieden ist, das könnte ich jetzt sogar noch verstehen, so, ne? Aber jetzt der Hammer. Sie hat geplant, über das Wochenende, ja, Freunde von uns zu besuchen, die in einer Stadt wohnen. Darüber wurde ich sehr kurzfristig informiert. Mir kam das komisch vor, hatte ein merkwürdiges Bauchgefühl. Ich habe sie dann erstmal nach den Reisedaten gefragt und ihre Antworten passten nicht zusammen. Ja, auch habe ich in ihrer Körperreaktion gemerkt, dass da was im Busch ist. Tja, und dann habe ich in ihrem Kalender nachgesehen. Ich weiß, soll man nicht machen, aber ich hatte recht. Sie hat geplant, sich an dem Wochenende mit einem Ex-Freund zu treffen. Ja, bevor sie dann weiter zu den anderen Freunden fährt. Sie hat ihm erzählt, dass sie an einem Tag zu den Freunden fährt, was nicht stimmt. Für diesen Tag hatte sie ein Hotel in Paris gebucht, wo wir nicht wohnen. Sie wäre erst an dem Tag weiter zu den Freunden gefahren. Sie hatte mich also angelogen, massiv. Ja, ich meine, man bucht ja nicht, also mal heimlich einen Ex-Freund treffen, ist schon krass, aber dann, ich meine, wenn man dann ein Hotel bucht, ja, was soll das schon heißen, ne? Ja, ich hatte sie dann darauf angesprochen und direkt gefragt, ob es das denn stimmt mit ihrem Freund. Sie war dabei geblieben, ich hatte ihr dann gesagt, ich weiß, was du planst. Es war dann natürlich klar, woher ich das weiß. Es gab einen großen Streit, es ging viel darum, dass ich ihre Privatsphäre verletzt habe, was ja stimmt. Ja, was soll ich dazu sagen? Soll man natürlich nicht machen, aber wenn man was gefunden hat, ja, ich lasse es mal so stehen. Ne? Aber über ihren Bockmist will sie kaum reden. Ja, das ist natürlich eine sehr problematische Verhaltensweise, wenn sie, ich meine, sagen wir mal ehrlich, sie fremdgehen plant, offensichtlich, wenn ich das jetzt so richtig verstehe,
Und die dann aber vorwirft, dass du ihre Privatsphäre verletzt hast. Ja, das ist natürlich, das sind halt diese ganzen Ablenkungsstrategien. Und ja, und man kann auch jemand unzufrieden sein mit einer Beziehung, dass du vielleicht hast du sich nicht genug, aus ihrer Sicht nicht genug um dich gekümmert. Aber anstatt, dass man das thematisiert oder dass man dann sagt, ja, dann weiß ich nicht, beende ich halt die Beziehung oder so. Nee, wird dann Ex-Freund wieder ausgegraben, schwarzes Notizbuch aufgeklappt. Ja. Sag ja, Loyalität ist durch nichts zu ersetzen. Ja, Frauen haben es halt auch im Schnitt viel leichter, sowas. Ne? Ich meine, viele Männer ist es ja nicht so leicht, jemand jetzt zu akquirieren, sag ich mal. Und aber ja, deswegen. Ne? Ja. Sie hat mir eine komische Geschichte erzählt, dass sie mit dem Ex nun mal so sprechen wollte. Ja, also mal ganz ehrlich, wenn man ein Hotel bucht, ist es natürlich Gaslighting des Grauens, ne? Also, ja. Also, das ist, ich meine, es auch, wie gesagt, das Problem ist ja hier natürlich, weiß man, also ich meine, man kriegt dann immer solche Geschichten aufgetischt. Aber am Ende des Tages hat sie sich angelogen mit dem Ex-Freund. Also für mich wäre das sofort Schluss. Also das ist nur für mich, das ist jetzt meine private Meinung, sofort Ende Gelände, das war's. Und da würde ich nicht zurückgucken, so, ne? Aber ja, weil wenn du jemanden so beim Lügen erwischt, selbst wenn du jetzt nicht hundertprozentig weißt, was da passiert ist, weißt du ja, dass es so ein Mindset gibt von, das ist okay, so zu lügen, ne? Und ja, ich meine, so sind Menschen, ne? Ich lasse es auch nicht werten. Die Welt ist einfach absolutes Chaos irgendwie. So ist es. Und muss man sich jetzt auch nicht groß darüber aufregen. Was es gibt, ich kenne jetzt die nicht, aber logischerweise, es gibt Menschen, die sind einfach, weiß nicht, die haben einfach keine Hemmung zu lügen. Vielleicht hatten wir auch alle mal eine Phase in unserem Leben, wo wir keine Hemmung haben zu lügen. Ich will das jetzt nicht werten. Aber Ende des Tages kannst du ihr nicht vertrauen. Und wenn sie jetzt wenigstens versuch's jetzt mal nochmal milde zu sehen, wie ich es gesagt hätte, oh ja, scheiße und tut mir leid, aber da ist nichts passiert, da meine ich war so unglücklich und ach, eigentlich gut, dass du drauf gekommen bist und lass uns mal reden, aber da ist ja null Einsehen, da ist ja, du bist jetzt schuld, dass du danach geguckt hast. Ja, das ist schon ein bisschen Schuld und Gär, ne, würde ich mal sagen, ne. So, während der Auseinandersetzung fielen dann Bemerkungen, ja, also dann hat sie noch dir noch gedroht, da wollen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, das wird den Rahmen hier sprengen, dass, also wenn du sie verlassen würdest, dann wird XY passieren, ja, das ist natürlich super Grundlage für eine Beziehung. Aktuell tut sie so, als wäre nichts gewesen. Auch das finde ich, ich weiß gar nicht, was man da für ein Wort für, das ist höchst problematisch, kenne ich auch aus meinen, sagen wir mal, schwierigen Beziehungen, dass du einfach völlig haarsträubende Dinge aufdeckst und ja, einfach grässliche Sachen passieren und damit, ja, und dann schmeißt du alles hin und eine Woche später wird sich dann wieder gemeldet und so getan, als wenn nichts gewesen wäre. Das, ja, aber das ist so eine Art von, wie gesagt, ich will ich auch nicht mal so werten. Das ist als so eine Art von Unbewusstheit, will ich auch den Begriff will ich jetzt mal, habe ich hinreichend erklärt, glaube ich, mal im letzten Buch, Neue Dimension der Liebe, also diese 3D-Geschichte. Das ist halt so richtig 3D-Style hier, ne? Drohnen, Gaslighting, Schuldumkehr, das sind halt 3D-Beziehungen, ne? Was willst du machen, ne? So sind die. Und kann man sich nur fragen, wo man da selber mitmacht. Und ja, also man kann das alles, was so in der Welt passiert, kann man einfach auf eine Art, denke ich, man kann das eigentlich nicht ernst nehmen, das ist alles so absurd, das, aber was willst du machen, das ist so, wir sind hier und ja, wie gesagt, das sind alles, hier ist ja immer so diese Mafia-Strategie, ne, was, du machst nicht, was du willst, ich will aber meinen Ex-Freund treffen und dich will ich aber auch behalten und wenn nicht, dann drohe ich dir eben und, aber ist auch so ein bisschen, was ich meine, du hast jetzt schon das Glück gehabt, dass du mir schon geschrieben hast vor ein paar Jahren. Vielleicht nimmst du es jetzt ernst und sagst, ja, vielleicht lieber eine loyale Frau daten und nicht jemand, der
mich eifersüchtig macht, das war halt auch Thema damals. Und selber, das ist ja, was ich immer sage, ne? Wenn Menschen so ein unberechtigtes Thema haben mit Eifersucht, unberechtigt eifersüchtig auf dich sind, ne? Bauen sie häufig selber Scheiße. Und das ist leider genau, was hier passiert, ne? Ich denke nun, über eine Trennung nach, insgesamt finde ich ihr Verhalten toxisch. Ja, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Lügen und massive emotionale Erpressung. Ich spüre einen enormen Druck, bin erschöpft und fassungslos. Ja, das steht dir absolut zu. Und ich könnte auch wetten, dass es jetzt nicht vier ruhige Jahre waren, und sondern dass da auch schon viel war, wo du vielleicht drüber hinweggesehen hast, könnte ich, oder was. Man fragt sich ja auch, was weiß man noch alles nicht? Das ist das Problem immer, ne? Ja. Das soll man dazu sagen. Also ich würde sagen, wenn ich das total überfordert, klar, ist natürlich immer, sollte man immer gucken, ob man auch vor Ort Ansprechpartner findet, dass man sich da ein bisschen Unterstützung holen kann. Gibt es ja diverse Möglichkeiten, jetzt Beratungsstelle oder, da muss man nicht alles wieder aufzählen hier, oder Psychologen oder was weiß ich, Psychotherapeuten, aber genau, es gilt ja immer, ne, dann sucht euch jemanden vor Ort zum Reden, wenn es einfach zu viel wird. Aber ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ist das Liebe? Eine Beziehung, die auf Drohungen und Lügen basiert? Also jetzt zumindest, zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe für mich, also natürlich jetzt, man, wenn sowas passiert, muss man dann irgendeiner Weise einen Umgang mitfinden. also auch in diesen praktischen Erwägungen, sag ich mal, einen Umgang finden. Was ist, je nachdem, welcher Art die Drogen dann sind, aber letzten Endes willst du mit jemandem zusammen sein, der dich bedroht. Also wirklich, was ist das für eine Basis? Und vor allen Dingen, ich finde schon, jeder macht mal Fehler, ne? Jeder macht mal Fehler, und ich könnte wetten, jeder hat mal seinen Partner angelogen, ne? Ob nicht, dass sich jetzt jeder mal seinen Ex-Freund getroffen hat, aber wenn man dann wenigstens einlenken würde, ne? Hier ist ja keinerlei Einsicht erkennbar, und das finde ich halt super problematisch, ne? Das ist, wenn man wenigstens einlenken würde und würde sagen, ach ja, ist total scheiße und ich war total unglücklich und aber hier ist ja, also es gibt halt Menschen, deine Freundin könnte es jemand sein, die können, ich spinne jetzt mal nur rum, ne? Die können schlecht allein sein. Und machen den nächsten dann schon wieder klar für den Fall einer Trennung, so, ne? Machen und gucken schon mal, was ist denn dann? Habe ich jemanden für einen Übergang oder was weiß ich, ne? Das ist halt oft so, so sind Menschen, ne? Ich kann es auch nicht ändern. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht Stab über sie brechen, sie ist halt so, ne? Aber ist das eine Frau, ist das so, wie du dir eine Freundin vorstellst? Und wie gesagt, viele Männer machen den Fehler, habe ich früher auch gemacht, so diese volatilen, lustigen, instabilen, illoyalen Frauen zu daten, weil es auf so eine schräge Art ist, es irgendwie, empfinden das viele Männer als sexy und aufregend, bis es dann nicht mehr aufregend ist und total scheiße wird, so, ne? Und das ist ja halt so ein Fall. Deswegen, ich kann Ihnen immer wieder raten, also wir alle machen, ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, das ist einfach endlos, aber dafür sind wir hier, das ist okay, aber ich kann euch immer wieder raten, also vielleicht hört ihr auch mal auf meine Ratschläge und überlegt wirklich, wen ihr da datet, und überlegt wirklich mal, ist das ein gutes Match für mich, und guckt mal über den Tellerrand herüber, nicht nur, ob es irgendwie lustig und funny und sexy ist, sondern auch, also vor allem, wenn sie ja schon einen frühen Datingprozess zeigt, ist das wirklich tragfähig auf die Dauer, ne? Aber gut, wir sind hier zu lernen, wir kriegen unsere Arschengel, und bis wir halt unsere Lernaufgaben gemacht haben, und ja, es ist wie es ist, also ich würde Mund abputzen, weitermachen, aber also wie gesagt, für mich wäre, was auch immer man da jetzt für einen Umgang mit findet, wie das jetzt weitergeht, für mich wäre das Thema, wie soll ich mal sagen, committed Beziehung wäre für mich durch.
Also da, selbst wenn man mit so jemand aus irgendwelchen Gründen zusammenbleiben wollte, könnte es maximal eine offene Beziehung sein, so. Dann müsste, also jetzt nur mal, das ist jetzt nur so der Vollständigkeit halber, dass man es auch mal gesagt hat, ist, glaube ich, kein guter Rat, aber dann müsste man halt sagen, ja, okay, dann triff dich mit deinem Ex-Freund, ich treffe mich auch mit meinen Ex-Freundin, wir haben ab jetzt, haben wir safer Sex, und ja, alle Commitments sind aufgelöst, aber das wird sie bestimmt auch nicht gut finden. Das ist ja immer so, dass der Mensch will ja immer beides haben, ne? Der will seine Beziehung haben und noch nebenbei rumlümmeln und ach, das ist, also ich weiß nicht, es ist wirklich für mich manchmal, ich kriege das ja so geballt, diese E-Mails, und ich habe ja viel davon auch selber erlebt, echt erschöpfend, diese ganze Toxik in der Welt, also es, Leute, ey, es ist, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also in diesem Sinne, mach die fucking Kurse vielleicht auch, analysiere das für dich und überleg wirklich mal, was ist eigentlich Liebe in einer Beziehung? Vielleicht lest ihr auch mal dazu, weil ich wirklich ausführlich drüber geschrieben hier in dem Buch, 3D-Liebe und 5D-Liebe. Was so alte Formen der Liebe sind, sag ich mal, die eigentlich für mich aus meiner Sicht keine Liebe sind, wie hier. Und was vielleicht eine echte Liebe ist, ne? Also das wird wirklich kein Hund mit einem machen, ne? Ich habe jetzt einen Hund, meine ist wirklich ein Hund. Ja, die sind loyal, ja, die würden sowas nicht machen, so, ne? Also kann man jetzt schlecht übersetzen, ist vielleicht, hakt vielleicht, aber Hundebesitzer werden mich verstehen. Mit dem Vergleich. Ja, es ist, wie es ist. Also als für euch Männer kann ich nur alle sagen, sucht euch, schaut nicht nur drauf, ob sie hot ist, ob sie gut aussieht, sucht euch eine loyale Frau, wirklich. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.